Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Ihr seht ja oben rechts in der Ecke, was heute los ist. Wir müssen schon wieder mal zum Alvin. Der entwickelt sich langsam zum Quälgeist. Aber erst sprechen wir mal mit unserer Ludomira. Was hat sie denn hier? Einen Apfel habe ich bekommen, alles klar. Wie geht's unserem kleinen Königreich? Es fehlen einige Handwerksmaterialien. Mach's gut, meine Liebe. So, da wird in der Scheune, denke ich mir, die haben wieder noch irgendwelche Materialien nicht. Ich denke mir mal, die haben kein Leinsamen mehr. Denn der Sommer ist ja fast vorbei, natürlich sieht man keine Leinsamen mehr. Deswegen fehlen Handwerksmaterialien. Weil sie ja Flachs dreschen sollen und da haben wir keinen. Da macht ihr jetzt aber zu 100% Dünger aus Verdorbenen. Wir haben noch Verdorbenes drin. Die machen sowieso plus 30 Dünger am Tag. Wie viel haben wir denn noch Verdorbenes drin? 492, also reicht das für den heutigen Tag. So, und wir machen uns jetzt auf die Strümpfe und zum Alvin. Was zu essen haben wir dabei? Ich habe ja auch noch dieses 50%ige Fleisch. Das essen wir gleich mal, bis wir satt sind. Gut. Wie viel habe ich noch davon? Noch 4. Gut, die gehen im Laufe des Tages noch weg. Nicht, dass sie bei mir im Rucksack vergammeln. Noch plan nicht so rum. So, wie sieht's aus mit den Verschmutzungen? Oh, zu 22%. Mich wundert's, dass da Lulodomira noch so ruhig geblieben ist, wenn ich so dreckig im Bett war. Uiuiuiui. Da wollen wir uns das erste Mal waschen. Ja. Es müsste eigentlich sauber sein. Jawohl. Ah, unsere Falle ist auch wieder voll, alles klar. Habe ich beim Stöckchen dabei, um eine neue zu bauen. Neun, da brauchen wir noch einen. Na, ein Stöckchen brauchen wir noch. So, da heben wir noch ein paar mehr auf. Schon wieder Steine, ach, wenn ich die Steine immer sehe. Gut, jetzt brauchen wir eine neue Eisenpfeile dort vorne hin. So viele Stöckchen liegen gar nicht mehr hier. Habe ich alle schon weggeräumt oder was? Gut. Die Kuh. Eine Eisenpfeile. Perfekt. So, jetzt geht's aber noch. Stirb ja zum Alvin. Wir können eigentlich dann heute noch, wenn wir nach Hause kommen oder im Laufe des Tages noch ein paar Beeren zupfen. Denn es ist Jahreszeitenwechsel, da können wir ja was in die Ecke schmeißen. Ich hoffe mal, dass er uns nicht so eine riesen Aufgabe für uns hat. Ich weiß es jetzt ehrlich nicht mehr. Ich habe das nicht schon so oft gespielt, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was heute los ist, was nach dem Trinkschlauch für ein Quest kommt. Manchmal ist man halt wie behämmert. So, was hat er denn? Hallo Alvin, lange nicht gesehen. Wie geht's? Na los, sag schon. Ach, da will bestimmt zum... Ach, der Hacker ist kaputt, alles klar. Dann gehen wir rüber zum Dings. Alter.
Komm mit deiner Hacke zurück. Ja Gott, ich flitze dort rüber. Aber ehrlich gesagt, an die Hacke habe ich gar nicht gedacht. Die ist mir, wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, muss ich ehrlich sagen. Dass der Quest mit der Hacke kommen kann. Aber wir suchen noch ein paar Stöckchen und tun den Falimir oder ich glaube der Falimir da drüben werden wir noch ein paar Messer verkaufen. Einiges sitzt auch wieder im Wirtshaus. Wenn du den siehst, entweder spitzelt er rum oder er sitzt in der Kneipe. So, dann machen wir auch den hier aus Dorf mal sauber. Wie viel haben wir Stöckchen? 27. Ja. Hier stehen so viele rum. So, perfekt. Machen wir das Dorf sauber. Das ist der Olga. Das ist der Olga, die ist groß geworden. Gut, jetzt gehen wir Steine sammeln und Action Messerball. Eigentlich hatte ich vor, heute ein paar Autos schwer mal vielleicht noch schaffen, ein paar Phantomgerüste zu bauen. Das Dorf weiter zu planen, wie wir das zukünftig weiter bauen. Phantomgerüste kosten uns ja keine Steuern, aber wir können schon mal ein bisschen das Dorf gestalten. Denn auf diesem hügeligen Gelände, da müssen wir uns schon was einfallen lassen. So, haben wir ein kleiner bisschen Wegrig mal gesammelt. Können wir nämlich auch mal welche verkaufen. Ja. Speckchen haben wir 73, alles klar. Reicht uns für die Messer. Steine haben wir erst 6, alles klar. Gut. Ja, 20 Steine haben wir zusammen. Muss wieder runter. Das suchen wir uns auch 30, 29, 30. Gut, die anderen lassen wir liegen. Das ist bloß zu viel Gewicht jetzt erst einmal. Dann haben wir noch ein paar Wegeriche stehen hier, damit wir laufen wir mal nach drüben. So, wie viele Stöckchen haben wir denn? 91, alles klar. So, wenn wir
diesem Sinn bauen wir erstmal fix ein Bohrmesser. Und auf dem Rückweg, da suchen wir uns natürlich noch ein paar Steine zusammen, die wir mit nach Hause nehmen. So, das reicht jetzt erstmal. Kuh. R. Nee, halt. Ja. R. E. F. Also, Rasi baut jetzt 15 Messer und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde, fertig sind sie. Und jetzt geht's zum Polymer. Habe ich denn überhaupt noch ein Haus frei, wo jemand reinziehen kann? Was sind ihr damit? Die haben wohl kein Werkzeug. Wahrscheinlich. Gut. Und da schauen wir erstmal in die Häuser rein. Das wollte ich da gucken. Da kennen wir nämlich. Ah ja. Eigentlich wollte ich es ja gar nicht. Hier ist der Ulrich drinne. Hier ist der Ulrich. Nee, wir lassen das jetzt mal sein. Wir bauen jetzt erstmal noch ein paar Phantomgerüste und ein paar Häuser, ehe wir neue Leute holen. Hallo, Alvin hat mich geschickt, um die bestellte Hacke abzuholen. Nein, hallo. Ist ihm was passiert, dass er jemanden schicken muss? Nein, er ist nur zu beschäftigt. Gut, den kennen wir, den Dialog, alles klar. Hallo. So, jetzt haben wir die Hacke bezahlt, haben Geld. Halt. Zeig mir deine Ware. Ich habe noch ein paar Messer für dich. F 15 Stück. Alles klar. Habe ich noch was ich dir verkaufen kann? Nö. Nein, ich verkaufe dir nichts weiter. Alles klar, leb wohl. So, wie viel Kilo haben wir jetzt frei? Wir haben jetzt 49 Kilo frei, also rund 50 Kilo. Wir müssen sowieso was essen. Und da knuspern wir erstmal den Apfel rein. Und dann habe ich ja hier noch dieses gebratene Fleisch. F. So, jetzt kann ich genau 50 Steine mitnehmen. Säcke sammeln wir keine, wir wollen nur Steine mitnehmen. Fangen wir hier an. Muss aber die Stöcke immer aufheben.
So, jetzt flitzen wir erstmal rüber zum Alvin. Gedacht, ne? Den nimmst du nachher mit. Ja, gesagt, gut. Alles klar. Wir werden noch erstmal was trinken. Was zeigt die Uhr? Oh, jetzt ist schon wieder 2:30 oder um 3 gleich. Ja, ja, die Zeit vergeht. So, zum Alvin hoch. Ja, natürlich wird am äußersten Ende hier hinten. Warte auf die nächste Jahreszeit. Na, dann haben wir ja gleich wieder die nächste Jahreszeit im Herbst. Naja, gut. Jetzt suchen wir uns noch ein paar Steine. Thank you.
Jetzt müssten wir. Nein, ich kann noch zwei Steine mitnehmen. So, jetzt aber nur stracks nach Hause. Warte auf die nächste Jahreszeit. Naja. Können wir auch im letzten Monat vom oder letzten Tag vom Herbst machen. So, jetzt hole ich mal meine Axt raus, denn ich weiß, dass ich hier noch ein Haus herbauen kann. Ich werde auch fix meine Steine wegschaffen, die ich drin habe. Steinsicheln, die haben bestimmt keine Hacken mehr. Da muss ich noch einmal ein paar Steinhacken machen. Halt hier. Steine. Habe ich dabei. 53. So, dann habe ich die Pelze kommen raus. Das Leder kommt raus. Die Stecke. Den Zwiebelsamen brauche ich eigentlich auch nicht. Das Eisenerz schleppe ich immer noch mit mir rum. Und die zwei Schalen, die tun wir auch raus. Alles klar. Johanniskraut, das gebratene Fleisch. Esse ich noch ein Fleisch. Ach, das ist vom Hasen. Alles klar. So, gut. Jetzt werde ich noch ein bisschen Bäume fällen hier unten. Werde schon mal ein. Wie spät haben wir's? 17.45 Uhr. Na, da können wir ja noch ein bisschen was machen. Halt, zurück. Wieder die Hälfte vergessen. Was habe ich vergessen? Die Schaufel. Muss doch die Stücken rausbuddeln. Die können wir doch nicht drin lassen. Dann nehmen wir hier die Holzschaufel. Nehmen wir erstmal die Holzschaufel. Machen wir die erstmal alle. So, und ja. Boah. Einhacken werden wir heute noch machen. Genau. Hier haben wir erstmal den Ahorn umgelegt. Ich weiß nicht, ob. Nee, der steht nicht im Weg. Aber ich denke mir, hier diese Fichte steht uns im Weg. Die wird uns irgendwie in. Naja, die müsste doch da auf das Dach fallen. Klar. Runter ist da hinten. Dann ist das noch bald zum Verhängnis geworden, dieses Rundholz. Jetzt haben wir 3 und 7 Zähne brauchen wir für ein Phantomgerüst. Und wenn wir die Stüppen rausmachen, haben wir 9. Aber erstmal den Bau platzieren. Säubern. Das sind noch Stöckchen. Sind hier auch noch Steine? Nee, sieht nicht so aus. Doch, nee. Aber wir werden wohl. Ja. Ich glaube, den müssen wir noch wegmachen. Und den Weg müssen wir wieder wegmachen. Was das jetzt hierher? Könnte hierher passen. Gut, jetzt schnappen wir uns unsere Schaufel. Wo haben wir die?
Wo ist der Schalfe? Hier. Legen wir uns auf die 4. Na komm. Weiß ich mir, buddel mal das Ding aus. Gut. Jetzt wird es aber langsam dunkel, merkt ihr das? 12, die sollst du ja nicht umgraben, Mensch. Den buddeln wir auch raus. So, und. Da haben wir noch einen Stücken. Den da haben wir ja nicht. Ach so, jetzt brauchen wir einen Hammer. Den haben wir auf der 2, genau. Zerstörmodus. Den Weg müssen wir wegmachen, sonst kann man hier kein Haus herbauen. Ich glaube aber, wenn nicht. So, na gut, dann machen wir ein bisschen her weg. Alles klar. So, ich hätte vor, das mit Blickrichtung nach hier unten zu bauen. Mal sehen. Oh, hier passt her. Gehen wir noch ein Stück nach unten. Rückwärts? Nee, das war zu weit. Das war zu weit. Komm. Machen wir erstmal eine F5. Ja? Setzen das mal hierher. Oh ja, das steht ganz gut. Das lassen wir auch so stehen. Oh ja, gut. Wieder einen Baumodus einstellen, nicht Abrissmodus. Was zeigt denn die Uhr? Ach, wir haben schon wieder 19:47 Uhr. Alles klar. Und wir schauen mal in unser Lebensmittellager, ob wir da nochmal eingreifen müssen. Ich denke schon. Ach, Bären wollten wir ja eigentlich noch sammeln. Eine Beere haben wir drin. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt nach Bären sammeln. Haben wir noch irgendwo Bärensträucher? Hier in der Nähe. Doch, hier unten. Unten bei der Oder sind hier auch welche. Ah, hier sind noch welche. Perfekt. Ja, ein paar Bären können wir schon noch mitnehmen hier. Ja, so schnell geht's. Da haben wir schon gleich 150 Bären zusammen. Das sind 15 mal Dünger immerhin. So, wenn wir das hier leer machen, ich hoffe mal, dass wir so auf knapp 200 Bären kommen. Schon haben wir über 200. So, und jetzt können wir das in die Ecke werfen. Gut. So, da schauen wir. Die eine Beere nehmen wir auch nicht, nehmen wir mit. F, so, wie viel haben wir denn noch Kohlsuppen? 6 Kohlsuppen. Gebratenes Fleisch haben wir aber noch. Eine ganze Menge. 138. Gut, hier haben wir auch schon Kohl liegen.
Jetzt haben wir unsere Bären noch dazu. Ja, wo haben wir die? Bären, hier sind sie. XEF, so. Der Kohl ist 25, der ist verrottet. Irrs. So. Ja, wo habe ich jetzt wieder mein Sportpedal? Den habe ich schon wieder vergessen. Habe ich den weggeworfen. Wir brauchen. Wir nehmen ein bisschen Fleisch mit. Gut. Wir nehmen erst einmal hier davon die 8. Ne, das Fleisch auch mit. Die 27 mal Fleisch. F-E-F. So, dann holen wir uns ein paar Kohlköpfe und ein paar Schälchen. Wie spät haben wir es? Wir haben schon wieder 9:30. Unsere Frau liegt bestimmt schon im Bett und schläft wieder. Und wir kaspern hier noch draußen rum. Ist ja nichts Neues. So, jetzt nehmen wir mal die 11 Schälchen hier, die durften reichen. F-E. Ja, werden es auf alle Fälle nicht. So, und jetzt Fackel an. Haben wir uns dreimal gedreht und verlaufen wir uns. Jetzt holen wir uns noch mal Kohlköpfe. Wer sitzt denn hier noch? So, wie viel haben wir denn noch? Ja, den mal nehmen wir F. Ah ja, das ist schon zu viel, aber egal. Akzeptieren. So, das nehmen wir mit und das kochen wir morgen früh. Sonst hat es ja gleich wieder jetzt, wenn wir es in der Hosentasche behalten, gleich wieder 25% verloren. Zum Jahreszeitenwechsel. Unsere Fackel ist eh kaputt. Können kein Feuer machen. Haben wir noch eine Fackel einstecken? Nö. Müssen wir uns nachher sowieso erstmal holen. Alles klar. Jetzt gehen wir unsere Frau ins Bett. Oh, der Mond scheint hier rein. Oh je. Alles klar, meine Freunde. Der Rasi geht erstmal zu Bett und wir sehen uns nachher im Herbst wieder. Alles klar. Ich sag dann erstmal tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.